Hallo. Ist ja unglaublich. Sie sind noch so jung und haben ja schon eine goldene Kamera im Schrank stehen. Müssen Sie sich eigentlich manchmal zwicken, dass das alles wahr ist? Naja, ich persönlich habe noch keine goldene Kamera bekommen. Für die Filme, in denen ich mitgespielt habe, gab es schon zwei. Das ist natürlich super. Aber so selber alleine nominiert zu sein, ist schon was ganz Besonderes. Das ist schön. Und nun ist ja die Konkurrenz auch stark. Jessica Schwarz, Ulrike Krumbiegel. Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein? Ach, Chancen oder nicht. Ich weiß nicht, ich würde mich total freuen, die goldene Kamera zu bekommen. Aber ich gönne es auch Jessica und Ulrike total. Klar. Und sind Sie eigentlich jetzt ein bisschen wenigstens aufgeregt oder gar nicht? Klar, total. Und Sie kommen auch aus einer Schauspielerfamilie. Ihre Eltern sind ja auch Schauspieler. Wie erleben die das jetzt? Die erleben jetzt gar nichts. Die sitzen nur zu Hause und warten, dass ich irgendwann anrufe, ob sie klappt hat oder nicht. Aber die sind auf jeden Fall mit beiden Ergebnissen, glaube ich, trotzdem noch zufrieden mit mir. Aber die gucken zu. Ja, dann, wenn es läuft, klar. Und noch eine letzte Frage. Bei Contergan haben Sie auch sehr stark gespielt, auch eine Mutter eines Contergan-geschädigten Kindes. Wie leicht ist Ihnen das gefallen? Sie sind ja selbst noch nicht Mutter. Wäre Ihnen das vielleicht dann leichter gefallen? Oder spielt es keine Rolle für Sie als Schauspielerin? Also mir ist es nicht schwer gefallen, die Mutter zu spielen. Aber ich hatte auch die Möglichkeit, die Denise Marco, die meine Tochter gespielt hat, vorher kennenzulernen. Und das ist natürlich super, wenn man einfach sich vorher schon ein bisschen anfreunden kann. Dankeschön, Katharina Wackernagel, nominiert als beste Schauspielerin.